Kinder, es ist mir aufgefallen, dass Cat dringend einen eigenen Schlafplatz benötigt. Aber wieso? Er kann doch überall schlafen. Allerdings, das macht er ja auch. Vermutlich könnte er sogar auf einem Nagelbett schlafen. Gute Idee, ich bastle ihm sofort eins. Eigentlich hatte ich an etwas Handlicheres gedacht. Oh, ein Katzenbett. Sekunde, ich glaube, Mr. Cat braucht eine weiche Unterlage. Hier, bitteschön, Mr. Cat. Das gefällt ihm, es gefällt ihm. Er ist ja sowas von süß. Woher hast du die Decke? Ich habe sie in der Schuhschachtel oben auf dem Regal gefunden. Hinten in deinem Schrank hinter dem Schild, auf dem steht Finger weg, Millie. Das meine ich ernst. Hier ist deine Schmusi-Decke. Gute Nacht und kuschel schön, Baby Coop. Gib mir meine Decke zurück. Coop, an deinem ersten Tag im Kindergarten hatten wir deine Schmusedecke doch entsorgt. Aber gleich als ich wieder zu Hause war, habe ich sie aus dem Müll gerettet. Oh, sie hilft mir, wenn ich gestresst bin. Du bist zu alt für das Ding. Sie ist dreckig und... Oh, weia, Coop! Die müssen wir erst mal waschen, bevor sich die Nachbarn noch beschweren. Bis die Sappen sind, wahre Leckerlis. Alles andere schmeckt unser Katzenfies. Fischi-Happen, denn Katzen wissen, was sie wollen. Und sie wissen, wie man danach verlangt. Katzen wollen schnappen, am liebsten Fischi-Happen. Fischi-Happen sind wahre Leckerlis. Was möchtest du? Ich weiß es. Er will einfach seine Decke wieder haben. Seht ihr? Das hätten wir überstanden. Was um Himmels Willen will er denn jetzt noch? Oh, tut mir leid, Mr. Cat. Ich habe dein Futterchen vergessen. Katzenspielzeug? Wolle! Katzen mögen doch Wolle, oder? Katzenminze? Er hat aufgehört. Hallo? Ja, ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich weiß. Es tut mir schrecklich leid. Jetzt ist Schluss mit dem Theater. Ich war in der Tierhandlung und da haben sie mir dieses neuartige sprechende Halsband empfohlen. Wow, das klingt prima. Liebevoll, aber streng. 9000 Volt zur sanften Erziehung unserer kleinen Lieblinge. Der Katzentrainer 9000. Wir wollen Cat erziehen, nicht rösten. Ich habe das genommen. Durch seine außergewöhnliche Funktionsweise bringt das Halsband ihr Haustier liebevoll, jedoch bestimmt auf den richtigen Weg. So, jetzt müssen wir es nur noch auf Katze stellen. Nicht doch, Miezekätzchen, lass das. Dieses Verhalten gehört sich nicht. Hör auf, sehr schön. Du bist ein braves Kätzchen. Wollen wir das mit den Stromschlägen nicht auch noch besorgen? Nur zur Sicherheit. Anständige Miezekatzen äußern sich nur, wenn sie angesprochen werden. Und hör auf, alles zu wiederholen, was ich sage. Gefaucht wird nicht. Du hast sie gehört. Gefaucht wird nicht. Sei ein braves Kätzchen. Man sollte dir das Mäulchen mit Seife auswaschen. Und weg, Grobian! Au! Au! Oh,
Mein Verschluss ist kassensicher. Du lässt mir keine andere Wahl. Hast du gehört? Dieses Halsband wirst du nie wieder los. Sag Tschüss zur Schmusedecke. Versuch es erst gar nicht. Das kitzelt. Brave Jungs schnarchen nicht. Was? Gut, du kommst zu spät zur Schule. Oh Mann, ich hab verschlafen. Beeil dich, komm nicht zu spät. Hm? Schling nicht so. Jeden Bissen gut kauen. Hast du was gesagt? Millie, ich hab gefragt, ob du was gesagt hast. Beth, hast du was? Sprich nicht mit vollem Mund. Okay. Du sollst gehen, nicht rennen. Hast du was gesagt? Sitz nicht so krumm da. Setz dich gerade hin. Hä? Möchtest du etwas sagen, Coop? Und antworte der Dame. Hä? Das Halsband. Psst, sei ruhig. Oh. Vielleicht solltest du mal mit dem Direktor sprechen. Hör immer schön auf deine Lehrerin. Auch wenn sie aufgrund ihrer Unfähigkeit die Verantwortung auf ihren Vorgesetzten abwälzen will. Ruhe, Kinder! Noch ein Wort, junger Mann, und du musst heute nachsitzen. Aber ich... Kein Wenn und Aber. Du steckst in Schwierigkeiten. Also gut, jetzt reicht's. Wenn ihr das so lustig findet, werdet ihr eben alle nachsitzen. Ich war das aber nicht. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, wegzurennen. Wir haben doch noch Unterricht! Du weißt offensichtlich, wie man sich Freunde macht. Du! Und das alles nur, weil du meine Decke haben wolltest. Worauf wartest du? Er hat es nicht anders gewollt. Achtung! Hoppla! Rechter Haken! Oh, und mitten in den Solarplexus! Und ein Karate-Tritt gegen das Schienbein! Ihr beide kennt wirklich kein Erbarmen! Dieser Kampf wird in die Geschichte eingehen, meine Damen und Herren! Gib mir meine Decke! Ich bin frei! Oh Mann, meine Schmusedecke! Durfte ich erfahren, was hier los ist? Kate hat mir sein Halsband umgemacht und jetzt sind alle hinter mir her und ich kriege es nicht ab. Es muss wohl irgendwann abgefallen sein. Ich gehe dann mal auf mein Zimmer. Ich bekomme doch bestimmt wieder Stubenarrest, oder? Sieht wohl so aus. Hier ist dein altes Halsband, Mr. Cat. Jetzt musst du nicht mehr auf diese gemeine Stimme hören, das verspreche ich dir. Keiner wird dich mehr den ganzen Tag vollplappern und dir sagen, was du tun und lassen sollst. Und hey, du darfst bei mir im Bett schlafen und ich erzähle dir die ganze Nacht lang Geschichten. Und wir essen Marshmallows und Popcorn und unterhalten uns. Na, das ist ja der perfekte Ort, um ein teures Halsband herumliegen zu lassen. Hier könnte mich ja wer weiß wer finden. Hör bitte auf, an den Möbeln herumzukauen. Schlimm, nicht wahr? Das macht er leider ständig. Und ich würde mich dort nicht kratzen. Es könnte sich entzünden. Das habe ich ihm schon 100 Mal gesagt. Und hör auf, dich dort zu lecken. Das ist äußerst unhygienisch.